Hey, ich bin der Nerdman und in diesem Video geht es um das dritte Heft der Batman Death Metal Saga und den ersten Sonderband. Wir haben eine Menge vor uns, also let's rock'n'roll! In dieser Episode kann man sagen, geht es nun endlich so richtig vorwärts. Außerdem werden uns erste Einblicke ins Dark Knights Death Metal Guidebook gewährt, durch das uns wichtige Gegebenheiten des neuen Metalverse endlich offengelegt werden. Schauen wir zuerst ins Heft. Unsere Helden reisen nach Megapocalypse, um Superman, Mr. Miracle und all die anderen dort gefangenen Helden zu befreien. Wonder Woman erzählt allen von dem Plan, erstellt Teams, um nicht nur die an die Antennen angeschlossenen Menschen zu retten, sondern auch mit vereinten Kräften Castle Bat zu stürmen. Wieso genau, erfahren wir später im Sonderband. Währenddessen jagt der Darkest Knight unser Speedster nach der Suche nach Wally quer durch die Speed Force und Lobo bringt mysteriöse Päckchen zu einem uns altbekannten Mastermind. Wer dieser ist und was in dem Päckchen genau drinsteckt, werde ich euch an dieser Stelle erstmal nicht verraten. Ich finde es cool, dass so viele altbekannte Charaktere hier wieder vorkommen, um gemeinsam die Krise wieder umzukehren. Besonders charmant finde ich hier die Interaktion zwischen den einzelnen Charakteren. Es gibt aber jetzt etwas, was ich unbedingt mal ansprechen muss. Panini, why so complicated? Am Ende dieses Hefts steht, dass die Missionen der einzelnen Teams im ersten Sonderband und im Heft Justice League 29 abgedruckt werden. Durch die Checkliste von Death Metal war uns aber bisher nur bekannt, dass Justice League 30 und 31 eine große Rolle spielen, nicht 29. Und trotzdem packt ihr das jetzt auf die Death Metal Startseite? I mean, das ist ja an sich nicht schlimm, wäre es nur im Vorhinein klar gewesen. Und wenn ihr das schon macht, sagt mir nur, dass die Lesereihenfolge auch die Checkliste ist, weil sonst drehe ich wirklich durch. Kennt ihr schon den Dark Knights Podcast von The Red Hood und mir? In unserem gemeinsamen Podcast-Format reden wir derzeitig aktiv über das Event Batman Death Metal, ein Spoiler-Talk, in dem wir Seite für Seite analysieren und mit euch zusammen darüber diskutieren. Schaltet also heute Abend um 20 Uhr live auf meinem Kanal ein, wenn wir uns wieder gemeinsam ins Metalverse begeben. Solltest du die Ausgabe noch nicht gelesen oder den Podcast verpasst haben, kein Problem. Du kannst jederzeit auf unseren Kanälen die Podcast-Folge nachholen. Dieses Variant B, das teuerste Variant von allen, das gibt's nicht mehr, ist ausverkauft. Ich bin einfach der Gott. Auch in diesem Heft werden uns mal wieder zwei Geschichten aus Legends of the Dark Knights präsentiert. Zum einen die Story, Ich werde, in der wir einen Bruce Wayne sehen, dessen Experiment etwas missglückt scheint. Batman hat sich in ein Baby verwandelt. Mit den physischen Eigenschaften eines Neugeborenen und dem Grips des erwachsenen Bruce möchte sich dieser dunkle Ritter aber dennoch behaupten können, selbst wenn seine Wunderwaffe aus Weinen besteht. Die zweite Story heißt Ein Mann, eine Stadt, in der es darum geht, dass ein etwas älterer Bruce Wayne ein uraltes Blutritual vollzieht, durch das er zu Gotham selbst wird. Auch ein Weg, um die untergehende Stadt zu kontrollieren. Es gibt einige interessante Fakten über das neue Metalverse, die uns im Death Metal Guidebook dargelegt werden. Zum einen wird uns genau gesagt, wer über welchen Abschnitt der Welt regiert, was in den einzelnen Städten oder besonderen Orten genauso abgeht und noch viele weitere Randinfos, die definitiv nice to have sind. Ich möchte aber auch jetzt hier nicht auf jedes einzelne Detail eingehen, weil das wahrscheinlich Silas und ich so oder so in unserem Podcast machen werden. Also seid gespannt. Die Lesereihenfolge auch die Checkliste ist. Ihr wollt mich doch wohl fertig. In diesem Sonderband finden wir die vier Stories Trinity Crisis 1, Speed Metal 1, Multiverse Ends 1 und Robin King 1. In Trinity Crisis 1 verfolgen wir das Hauptteam bestehend aus Wonder Woman, Batman, Superman, Swamp Thing, Jonah Hex, Harley Quinn und Jarrow, die sich allesamt auf den Weg machen, Castle Bat zu stürmen, da sie mit Hilfe der Alfred-Boxen vom Darkfather, Darkseid-Batman-Hybrid, an diesem Ort zu drei der größten Krisen gelangen wollen. Die Final Crisis, Crisis on Infinite Earths und die Infinite Crisis. Natürlich teilt sich nur das heilige Trio auf diese Krisen auf, während die anderen Helden versuchen, Castle Bat und die Kniffe des Darkest Knight zu überleben. In Speed Metal 1 verfolgen wir den Wettlauf der Speedster gegen den Darkest Knight. Eigentlich ist dieses Heft aber mehr oder weniger eine Art Verbeugung vor Wallys Historie, die sogar relativ emotional ausfällt. Wie die Speedster es jedoch schaffen, den Darkest Knight zu entkommen und wie Wally den Mobius-Stuhl wiederbekommt, solltet ihr selbst erfahren. Multiverse Ends 1 handelt von den Green Lanterns und wie sie auf unterschiedlichen Erden Menschen von den Antennen befreien. Diese Story ist aber auch definitiv bisher die abgedrehteste des Sonderbands. Tatsächlich dreht sich die Handlung rund um Erde 3, besser noch um Owlman und eine große Erkenntnis. Robin King, ach nee, warte. Darauf werden wir erst nach dem vierten Heft eingehen. Alles in allem finde ich, dass durch den Sonderband Death Metal endlich mehr Tiefe bekommt. Die Hefte haben durch ihre Kürze leider nie solch eine Tiefe aufbauen können. Da kann so ein Sonderband schon viel verbessern. In diesem Sinne freue ich mich schon sehr auf die Fortsetzung, die nächsten Sonderbände und auf euch, wenn ihr heute Abend mit dabei seid. Und damit hoffe ich, ihr schaltet auch in Zukunft wieder ein bei mir, dem Nerdman.